Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Freut mich, darf ich hier wieder bei euch sein. Die Grillbude von Che Guevara ist direkt vor der Haustür. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen aufgefallen ist. Manchmal fragt man sich schon, wie Gott das Leben von Menschen führt. Wie er das Leben von anderen Menschen führt und ganz besonders, wie er mein persönliches, mein eigenes Leben führt. Und ich möchte heute Morgen mit uns gern den Anfang der längsten Handlung des Alten Testaments anschauen. Es ist eigentlich der längste Bericht über eine Einzelperson in der Bibel, den wir überhaupt haben, mal abgesehen von den Evangelien. Und ich habe vor 2 Jahren ziemlich genau, habe ich mich ziemlich intensiv befasst mit der Person von Josef. Und wir haben uns damals angeschaut, wie Gott im Leben von Menschen zu Sündenerkenntnis führt, wie er Sündenerkenntnis schenkt. Und ich möchte heute einmal den Beginn dieses Berichtes genauer anschauen, wie nämlich das Ganze überhaupt angefangen hat. Wie Gott damals das Leben von Josef geleitet und geführt hat. Wir befinden uns also inmitten der Zeit der großen Patriarchen im Alten Testament, genauer gesagt bei Jakob. Und er hatte ja diese 12 Söhne, die alle mal die Stammväter von Israel werden sollten. Und der eine davon heißt Josef. Und wir wollen uns heute diesen Anfang des Berichtes mal genauer anschauen. Wie kam es um dieses ganze Drama der Wegführung nach Ägypten? Denn wir wissen das ja schon so ein bisschen, wenn wir Josef kennen. Sein Leben ist geprägt von unglaublichen Höhen und Tiefen. Und es ist aber so gewaltig, weil uns diese Geschichte zeigt, wie Gott durch Höhen und Tiefen hindurchführt. Und wie Gott wirkt im Leben von Menschen. Er wirkt durch das Gewöhnliche, er benutzt seine eigene Schöpfung, um ans Ziel zu kommen. Und manchmal, und das ist das Gewaltige hieran, verwendet Gott manchmal sogar Dinge, bei denen wir vielleicht nie daran denken würden, dass Gott das braucht. Und ich möchte euch einladen, mit mir einmal aus dem ersten Buch Mose, aus Genesis Kapitel 37, den Bibeltext mitzulesen. Wenn ihr eure Bibeln mit dabei habt, bitte schlagt das doch gerne mit auf und lasst uns das gemeinsam lesen. Genesis 37, 1. Mose 37. Und dort möchte ich gerne mal die ersten 11 Verse mit uns anschauen, die Verse 1 bis 11. Hier heißt es jetzt Folgendes: Jakob aber wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakob. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete. Und er war als Knabe bei den Söhnen Billas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen so Schlimmes nachsagte. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und sie wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen: hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld, und siehe, da richtete sich meine Garbe auf, und sie blieb stehen. Und siehe, eure Garben, die stellten sich ringsumher, und sie warfen sich vor meiner Garbe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm: willst du etwa König über uns werden? Willst du über uns herrschen? Und darum hassten sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch. Und er sprach: seht, ich habe wieder geträumt, und siehe, die Sonne und der Mond und die 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, da tadelte ihn sein Vater und er sprach zu ihm: was ist das für ein Traum, den du da geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. Josef war das Lieblingskind von Jakob, erfahren wir hier.
der Erstgeborene seiner Lieblingsfrau Rahel. Und der Vater bevorzugte Josef praktisch in allem. Der Josef durfte alles, der bekam alles. Und natürlich, klar, es wird uns hier berichtet, seine Brüder waren eifersüchtig. Das war so ein richtiger Konkurrenzkampf in dieser Familie. Und wenn man jetzt diese Einleitung dieser ganzen Geschichte von Josef, dieses ganzen Berichtes mal so oberflächlich liest, dann kommt man schnell zu dem Punkt, ja, ein guter Vater, der macht keine Unterschiede bei seinen Kindern, ein guter Vater bevorzugt keines seiner Kinder und so weiter. Und ja, gute Eltern geben alles, um ihre Kinder auch im Glauben zu unterweisen. Und ich bin ja noch kein Vater, aber ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube, es ist eine der schwierigsten Dinge, wenn du Eltern wirst, zu wissen, dass du in deinem Leben jetzt schon Fehler machen wirst. In der Erziehung, du weißt es schon, wenn das Kind auf die Welt kommt, du wirst schon versagen. Und ich weiß nicht, andere reden vielleicht an diesem Bericht über das Thema Eifersucht, Konkurrenzkampf. Auch das ist etwas Schreckliches. Es macht so unglaublich viel kaputt. Und wir könnten jetzt die ganze Predigt heute Morgen mit diesen beiden Themen füllen. Denn das ist wirklich schrecklich. Diese Sünden, die dort passiert sind, die sind wirklich schlimm. Und kein Elternteil sollte einzelne Kinder bevorzugen. Kein Vater sollte Unterschiede machen. Wir sollten uns vor Streit, vor Konkurrenzkampf mit Geschwistern hüten. Aber wenn man das jetzt mal alles so oberflächlich liest und den Bericht ja schon ein wenig kennt, muss man sich schon fragen, was will uns die Bibel hier eigentlich sagen? Worum geht es hier wirklich? In dem Bericht von Josef geht es nämlich in erster Linie um etwas ganz anderes. Josef ist nicht unbedingt die Hauptperson. Denn eigentlich war die ganze Familiengeschichte schon seit Abraham ein einziges Drama. Wenn wir das mal zurückverfolgen, das mal Stück für Stück lesen würden, dann würde sich das zeigen. Überall zeigt sich Neid. Es zeigt sich Lieblosigkeit, Streit, Trauer, Verlust und am allermeisten sticht in dieser ganzen Familie Bevorzugung heraus. Also, wenn wir mal zurückgehen, Isaak zum Beispiel bevorzugte Esau vor seinem Sohn Jakob. Rebekka wiederum hatte den Jakob lieber. Jakob wiederum liebte Rahel mehr als seine Lea und genauso hatte er auch ihre Kinder lieber und jetzt hatte Israel den Josef auch besonders lieb und so weiter. Also man könnte zurückgehen bis Abraham eigentlich und man würde sehen, das war in dieser Geschichte der Familie fast Tradition. Familientradition. Und natürlich, wir können moralisch gesehen sagen, dass doch hier eigentlich mal irgendwie so ein Sozialarbeiter hätte eingreifen müssen. Ich weiß nicht, ob in der Schweiz diese Reality-TV-Sendungen aus Deutschland bekannt sind, dieses Familien im Brennpunkt, mitten im Leben, die Supernanny oder irgendwie sowas, kennt vielleicht der ein oder andere. Wenn nicht, ihr habt nichts verpasst, das ist wirklich Quatsch. Aber man könnte wirklich sagen, die hätten doch mal Hilfe gebraucht von irgendjemandem, der da in die Familie kommt, irgendwie das Ganze mal ein bisschen aufpeppt, denen mal die Fehler aufzeigt. Irgendwas hätte hier passieren müssen. Und ich glaube aber, dass das alles nur so ist, wenn man das oberflächlich liest. Denn ich bin tief davon überzeugt, dass das Leben von Josef uns etwas viel, viel Gewaltigeres eigentlich zeigen will. Nämlich Gottes Plan, die Lebensumstände und das Handeln der Menschen hängt so eng miteinander zusammen. Ganz eng miteinander zusammen. Und wir wollen mal ein bisschen genauer dahinschauen. Also zuerst mal, Josef ist tatsächlich eine der ganz wenigen Personen in der Bibel, welche explizit nicht in Sünde fällt. Also es wird nicht genannt. Es gibt neben ihm nur noch Daniel und unseren Herrn Jesus Christus. Aber im Gegensatz zu unserem Herrn Jesus Christus waren trotzdem Josef und Daniel deshalb nicht sündlos. Auch sie hatten irgendwo, ich sag mal, Dreck am Stecken. Ja, Josef war ein wirklich guter Sohn. Keine Frage, das wird uns dort berichtet. Vor allen Dingen im Gegensatz zu seinen Brüdern, wenn wir das in den Versen 12 und 13 mal weiterlesen. Seine Brüder werden ins Land geschickt, in ein Nachbarland, um dort die Schafe, die Tiere zu hüten. Und dann ziehen sie einfach woanders hin. Also man merkt da schon so ein bisschen, der Ungehorsam gegenüber dem Vater war da und der Vater vertraut denen auch nicht so wirklich. Deshalb schickt der Josef hinterher und sagt, Josef, schau mal, wo die jetzt wirklich sind, geh denen mal nach. Und Josef steht da, hier bin ich, Vater. Ja, ich mach, was du sagst.
Also wirklich ein gehorsamer Junge. Und der, trotzdem brauchte Josef genauso einen Retter. Josef war nicht sündlos, der war auf keinen Fall perfekt und er war auch kein Unschuldslamm. Also der war nicht der Held der Familie, so wie das vielleicht manchmal ein bisschen dargestellt wird. Wir sehen das zum Beispiel in Vers 2 von Kapitel 37. Hier heißt es, dass Josef dem Vater immer wieder erzählte, was man so Schlimmes über seine Brüder sagte. Also das Wort, was da verwendet wird, das zeigt uns, dass diese schlimmen Geschichten vielleicht gar nicht so schlimm waren. Also Josef hat das so ein bisschen ausgeschmückt, der hat die Brüder noch so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, vielleicht extra schlecht dargestellt vor dem Vater. Josef war also einfach so ein bisschen so eine kleine Petze und der hat seine Brüder noch extra schlecht gemacht. Und der hat Gerüchte über sie erzählt, Dinge ins Negative gedreht, gezogen. Also Josef war so ein bisschen eine Tratschtante, wenn man das so will. Auf keinen Fall ein Unschuldslamm. Und in den Augen der Brüder war das schlimm. Völlig verständlich. Also ich finde, man kann da auch ein bisschen Verständnis für sie haben, weil mit jedem weiteren Gerücht, mit jeder weiteren Geschichte, die er da erzählt hat, war das für die wie ein Schlag ins Gesicht. Also eine echte Provokation. Und dass Jakob auch noch ausgerechnet diesen Josef als Lieblingssohn hat. Ausgerechnet den. Man kann bei dem ganzen Unverständnis über die Taten, die die Brüder später machen, schon auch ein bisschen ja, das Ganze nachvollziehen. Und was für eine Frechheit war das mit diesem Leibrock? Klar, der Jakob hat Josef in seinem hohen Alter bekommen, nach langem Gebet, nach langem Warten. Das war der Sohn seiner ersten Liebe, Rahel. Und Jakob konnte irgendwie diese Bevorzugung nicht so einfach abstellen. Ich finde das so eigenartig, aber es ist so, wenn man das, auch wenn er irgendwie, es scheint so, auch wenn er es gewollt hätte, er hat das irgendwie gar nicht richtig gesehen. Also ich möchte Jakob nichts unterstellen, aber manchmal fragt man sich schon, ob der überhaupt gemerkt hat, was er seiner Familie da angetan hat. Also der Leibrock, das war ja praktisch das Zeichen dafür, dass Josef jetzt zum Erbe werden würde. Zum Erbe. Das war normalerweise nur der Erstgeborene, der das bekam. Aber Ruben hatte sein Erstgeburtsrecht verwirkt. Trotzdem, man könnte fast denken, dass es Jakob irgendwie vielleicht auch mit Absicht gemacht hat. Ich weiß es nicht. Josef war auf jeden Fall bei seinen Brüdern völlig unten durch. Die waren innerlich so verbittert. Es heißt dann hier in Vers 4, dass sie nicht mehr mit ihm im Shalom, im Frieden reden konnten. Sie konnten ihm nicht mehr mit dem Friedensgruß begegnen. Also die waren so verbittert innerlich. Die waren vollkommen wütend. Die konnten Josefs Anwesenheit fast nicht mehr ertragen. Und es ist doch eigentlich, wenn man das alles jetzt mal so sieht und so liest, ist doch absehbar, dass sich hier so ein richtiges Familiendrama anbahnen würde. Also Josefs falsche Anschuldigungen waren sündig, die Bevorzugung von Jakob war sündig, die Eifersucht der Brüder war zerstörerisch und das alles führte zwangsläufig dazu, dass die Brüder Josef nicht mehr ausstehen konnten, dass das alles ja, in eine Katastrophe mündete und genauso ist das mit der Sünde. Genau das macht die Sünde vom Menschen. Wenn Gott den Menschen seine eigenen Sünde überlässt, dann führt es immer in Katastrophen. Immer. Und vielleicht fragt man sich jetzt trotzdem so als Außenstehender, wenn man das alles liest, ja, warum sorgt Gott hier nicht für die Auserwählten seines Volks? Das ist ja sein Volk nachher. Wo ist Gott genau in dieser Familie hier? Wo ist Gott hier am Wirken? Und was ich so gewaltig finde an diesem Bericht, und das ist Folgendes, auch wenn wir Gottes Handeln nicht direkt sehen können, der Hauptcharakter bei Josef ist nicht Josef, sondern Gott. Denn das, was Gott als nächstes jetzt macht, ist eigentlich vielleicht auf den ersten Blick fast schon provokant, aber Gott kommt tatsächlich und er gießt Öl ins Feuer. Und zwar in Form von zwei Träumen. Es heißt in Vers 5, Josef aber hatte einen Traum und er verkündete ihn seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr.
Er sprach nämlich zu ihnen, hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Gaben auf dem Feld und siehe, da richtete sich meine Gabe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Gaben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meiner Gabe nieder. Also dieser Traum, bei dem die Brüder sich vor Josef niederwerfen. Was für eine übelste Arroganz in den Augen der Brüder. Josef, der war vermutlich selber überrascht über den Traum, dass der das geträumt hat. Der hat es denen einfach erzählt. Und der Traum war für ihn so real, das war keine Erfindung. Und seine Brüder verstanden logischerweise die Hauptaussage, die Antwort kommt ja, willst du über uns herrschen? Willst du etwa König werden über uns? Und dann hassten sie ihn noch mehr, heißt es hier. Für die war klar, was ist nur aus unserem kleinen Bruder geworden? Was für ein selbstverherrlichender Mensch, wie aufgeblasen, diese ganze Bevorzugung tut doch diesem Jungen nicht gut und da hassten sie ihn noch mehr. Völlig verständlich, völlig verständlich. Aber es geht ja noch weiter, es kommt noch ein zweiter Traum in Vers 9. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach, seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und die 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Also, dass er nochmal geträumt hat, war ein Zeichen dafür, dass das alles umso realer war. Und im zweiten Traum träumt Josef sogar davon, dass nicht nur seine 11 Brüder vor ihm niederfallen, sondern jetzt sogar also die Sonne und der Mond, das war bildlich gemeint, sein Vater und seine verstorbene Mutter. Also, das war eine Nummer zu viel. Wir sehen das sogar, der Vater schimpft ihn darauf hin, er stutzt ihn zurecht, das heißt hier, dass er ihn tadeln musste. Von den Brüdern wird uns an dieser Stelle jetzt kein Wort mehr überliefert. Es scheint so ein bisschen so, dass die Brüder schweigen. Und wir wissen, dass das Schweigen nichts Gutes bedeuten würde, denn zu diesem Zeitpunkt kommen bei den Brüdern das erste Mal Mordgedanken auf. Regelrecht Mordgedanken. Im weiteren Verlauf des Kapitels sehen wir, dass sie ihn eigentlich umbringen wollen. Das haben sie vor. Sie wollen ihn nachher umbringen. Nur weil Ruben sich dann vor ihn einsetzt, verkaufen sie ihn zum Schluss. Aber haben sie noch ein bisschen Geld mitgemacht. Denen war völlig egal, was aus Josef wurde. Hauptsache weg. Hauptsache weg mit dem. Und Josefs Leben kommt später von einem Hoch ins Tief und von einem Tief ins Hoch und wieder zurück. Er muss wirklich durch unglaubliche Herausforderungen im Leben gehen. Also Josef bleibt am Leben, aber er wird als Sklave verkauft und am Ende kommt er unschuldig ins Gefängnis, in ein ägyptisches Gefängnis in der Antike. Ich glaube, es gibt ein paar Orte, an denen ich lieber wäre. Die Frage bleibt aber, wo ist Gott? Wo ist Gott in alledem? Und die Frage ist berechtigt. Ich finde es so spannend, dass uns der Bericht eine Antwort darauf gibt. Nämlich, dass Gott die ganze Zeit über mit dabei war. Gottes Hand war in alledem, die gesamte Zeit über war er mit dieser unbedeutenden kleinen Familie. In Kanaan. In allem, was hier passiert ist, hat Gott von Anfang bis zum Schluss seine Hand drüber gehalten. Das ist nicht ein einziges Mal ihm irgendwie außer Kontrolle geraten oder irgendwas, sondern sein Wirken war dauerhaft vorhanden im Hintergrund. Und Gott hat sogar diese schändlichen Handlungen der Menschen genutzt, um seinen Plan am Ende ans Ziel zu führen. Dieser Satz wird nämlich immer und immer wieder den gesamten Bericht durch, die gesamten folgenden Kapitel immer und immer wiederholt. Es heißt die gesamte Handlung hindurch, Gott aber war mit ihm. Gott aber war mit Josef. Gott aber war mit Josef in allem, was geschah. Die ganze Zeit. Und für uns ist das oft so schwer zu begreifen, aber Gottes Wirken ist sogar inmitten dieser ganzen Katastrophen, dieses Versagens der Menschen. Inmitten von all dem, weil nichts für ihn zu groß ist. Und nichts und niemand kann seine Pläne
durchkreuzen. Kein Mensch, auch nicht der Feind des Menschen. Wisst ihr, auf den ersten Blick sieht dieser ganze Bericht, diese Einleitung von Josef, sieht alles aus wie so eine Verkettung von lauter Katastrophen. Aber im Hintergrund ist es trotzdem Gottes gnädiges Handeln. Sogar in den Details, jedes Detail, jeder Traum, all das war von Gott geführt und geleitet. Auch wenn die Absicht der Brüder Sünde war. Das war so furchtbar, so schrecklich, was sie getan haben. Auch das Versagen des Vaters war groß. Es lief so viel schief und trotzdem war Gott da. Und ich finde das so gewaltig, wie Gott aus Gnade allein mitten unter ihnen wirkt. Josef sagte später zu seinen Brüdern in Kapitel 45, in Vers 7 und 8, Gott aber hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Und nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott war es. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und er hat mich zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten gesetzt. Also Josef wurde vorausgesandt, um nachher die ganze Familie am Leben zu erhalten. Natürlich hätte Gott etwas anderes verwenden können, aber er hat das getan. Er hatte von Anfang an dieses Ziel. Er wollte Josef und seine Familie weiterführen zu seiner Ehre. Und das ist, wisst ihr, es ist nicht so, dass Gott irgendwie erst auf das Versagen dieser Menschen reagieren müsste, um dann irgendwie zu schauen, wie er jetzt reagieren kann, was er machen kann, sondern er weiß es im Voraus und er handelt mittendrin. Und das entschuldigt nicht den Vater, das entschuldigt auch nicht die Brüder. Es war so schrecklich, was die gemacht haben. Sünde ist immer absolut schrecklich. Aber Gottes Gnade ist trotzdem größer. Auch in diesem Bericht hier, Gottes Eingreifen ist größer. Und wir sollten nicht vergessen, dass Gott uns aber immer die Konsequenzen unserer Sünde immer tragen lässt. Immer. Also Jakob führt nachher mit seinem sündigen Verhalten alles so, dass er den Lieblingssohn für die meiste Zeit seines Lebens verliert. Er hat ihn die meiste Zeit seines Lebens nicht mehr. Seine Bevorzugung setzt auch das ganze Drama erst so richtig in Gang. Also wir ernten immer, was wir sehen. Wir ernten immer, was wir sehen. Und die Konsequenzen lässt Gott uns tragen. Auch die Brüder müssen später durch so viel Schwierigkeiten, durch so viel Leid hindurch. Und Josef leidet ohne Ursache. Aber trotzdem hat Gott die Kontrolle in dieser ganzen Situation gehabt. Er hat sogar ihre Sünde, ihre sündigen Taten nachher in etwas Gutes umgewandelt. Wir erfahren es am Ende des Berichts. In Genesis 50, Vers 20 sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr gedachtet mir Böses zu tun. Es ist dieser zentrale Satz. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Gottes Gnade und sein Eingreifen sind noch größer. Er führt seinen Plan bis ans Ziel und niemand kann ihn daran hindern. Der amerikanische Prediger, Theologe John MacArthur, er hat einmal gesagt, Gott macht seine Pläne und du wandelst darin im Glauben. Er braucht weder deine Hilfe, noch braucht er deinen Rat. Er will nur deinen Gehorsam und dein Vertrauen. Wisst ihr, bei Josef sehen wir, dass Gehorsam automatisch leider keinen Erfolg garantiert. Garantiert nicht automatisch Erfolg. Wir können alles geben im Leben mit Jesus und trotzdem sind unsere Lebensumstände alles andere als einfach. Josefs Gehorsam endet sogar am Ende in schmerzvollem Leiden. Er endet weit weg vom versprochenen Land. Es ist übrigens auch diese ganze Geschichte von Josef, ist keine Heldengeschichte, der ganze Bericht. Nein, Josef kehrt nicht irgendwie als Held wieder zurück ins Land, der kehrt nicht einmal lebend wieder zurück, sondern es wird uns am Ende berichtet, dass seine Knochen zurück ins verheißene Land kommen. Die Wahrheit ist also, dass Gottes Kinder leider durch viel Leid hindurch müssen. 2. Timotheus 3, Vers 12, dort heißt es, denn wir müssen durch mancherlei Trübsal ins Reich Gottes eingehen. Und das heißt auch für uns,
dass jedes Kind Gottes, jeder, der zu Jesus Christus gehört, ihm nachfolgt, immer wieder mit Schwierigkeiten im Leben konfrontiert sein wird. Immer wieder. Und trotzdem hält Gott es in seiner mächtigen Hand. Es kommen immer wieder diese Krisen auf, manchmal mitten in der Familie, große Herausforderungen in der Ehe oder als Single. Das sind vielleicht manchmal genau diese Momente, bei denen wir uns dieselbe Frage stellen könnten wie Josef. Wo ist Gott in alledem? Aber wisst ihr, genau gerade dann dürfen wir wissen, dass Gott da ist. Dass ihm das nicht zu groß ist, seine Gnade, sein Eingreifen sind viel größer, auch wenn wir Ungerechtigkeit erleben. Für seine Kinder führt Gott alles zum Besten und darin lässt die Bibel nicht einmal einen Zweifel. Römer 8, 28, für seine Kinder gilt es, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, denen, die nach seinem Vorsatz berufen worden sind. Und das Beste heißt, dass wir näher zu ihm kommen, dass wir ihn immer mehr erkennen und verstehen, dass wir uns freuen an ihm und dass Gott die meiste Ehre bekommt. Es heißt, dass wir in ihm den größten Schatz haben. Und wisst ihr, bei Josef war die Zeit im Brunnen, die war real. Das war für ihn so präsent. Die Zeit des Verkauftwerdens war für ihn real. Die Zeit bei Potiphar und im Gefängnis, das war real. Die Probleme in unserer Verwandtschaft, die sind real. Die Probleme aus der Kindheit, die Probleme mit dem Partner, mit der Partnerin, die sind real. Aber Gott ist die ganze Zeit mit dabei, auch wenn wir es nicht sehen. Das ist auch real. Und er hält seine schützenden Hände über uns. Und ich weiß, dass der ein oder andere hier sitzt, der das so enorm schwer hat. Ich weiß das. Ich weiß, dass das nicht leicht ist. Und Gott steht auch nicht daneben und denkt, ach, jetzt reiß dich zusammen. Ist mir eigentlich auch egal, was passiert. Nein, versteht ihr, Gott hasst die Sünde zutiefst. Er hasst all das Schreckliche, was in dieser Welt passiert. Ich glaube, wir wissen manchmal gar nicht, wie schrecklich die Sünde in den Augen Gottes ist, wie er das verabscheut. Und trotzdem, und das ist das Gewaltige, führt Gott auch durch die schlimmsten Taten und durch unser tiefes Elend hinaus alles zum Besten. Und Gott trauert auch mit uns. Gott trauert mit uns. Für diejenigen, die Jesus nicht kennen, kommt aber das Schlimmste erst noch. Und Gott wird in Ewigkeit alle Sünden ausrotten, sodass es sie nie wieder geben wird. Aber der Bericht von Josef will uns aufzeigen, dass Gott eben so viel größer ist, so viel mächtiger, dass er aus allem etwas tun kann. Und zwar so, dass es einen Sinn ergibt, sodass es nicht sinnlos war. Und das heißt, ja, dass es nicht umsonst war. Und das ist unser Gott, ihm ist letztlich nichts zu groß, auch wenn wir es nicht immer sehen können, wenn wir es manchmal nicht verstehen können. Aber wir sehen es genauso auch bei unserem Herrn Jesus Christus. Josef ist eigentlich so ein Vorschatten auf das, was Christus nachher tun würde. Denn durch die Sünde der Menschen hat Jesus den Tod am Kreuz überhaupt erst auf sich genommen. Durch das sündige Handeln der Menschen wurde Jesus verraten, man hat ihm den Prozess gemacht. Durch Lügen, durch falsche Anschuldigungen hat er den Weg der Rettung letztlich geschaffen. Der Weg von Jesus, das war kein Unfall, sondern das war von Anfang an das Ziel. Und genau wie bei Josef wurde auch unser Herr Jesus Christus von seinen Brüdern gehasst. Die Machthaber, die waren eifersüchtig auf ihn. Und bei Josef, da gab es einen Bruder, der sich noch für ihn einsetzte, Ruben. Er hat nachher dafür gesorgt, dass er überlebte, aber unser Herr Jesus Christus hatte niemanden. Jorgos hat vorhin diese Einleitung gelesen, als Jesus vor dieser schreienden, brüllenden Menge steht, die hat sich nicht mehr umstimmen lassen. Die Menge hat geschrien, weg mit dem, wir wollen den Mörder, wir wollen den Barabbas frei, weg mit diesem. Und all das hat Jesus Christus für uns getan. Er wurde grausam getötet. Man hat ihn mit den übelsten Foltermethoden langsam
ermordet, Stück für Stück. Aber Jesus hat das für uns getan. Für dich, für mich. Weil die Sünde so schlimm ist, hat Jesus sein Leben für unser Versagen hingegeben, da wo wir andere bevorzugen, wo wir an unseren Kindern schuldig geworden sind, wo wir in der Ehe versagt haben, wo wir als Single versagt haben. Auch für diejenigen, die an uns schuldig geworden sind, ist Jesus eine Vergebung, wenn sie in ihm Vergebung finden. In ihm ist die Rettung und in ihm führt Gott letztlich alle Dinge zum Besten. Und so groß ist unser Gott, dass er unser Leben führt, bis ins kleinste Detail. Und du darfst mit deiner ganzen Seele darauf vertrauen und darauf bauen und dich immer wieder bewusst Gott hingeben. Jesus mit deinem ganzen Leben, dein ganzes Vertrauen auf ihn setzen, auch inmitten der herausfordernden Zeiten. Und das ist der Kampf, wisst ihr, das ist der Kampf des Glaubens, den wir erleben. Das ist der Glaubenskampf, von dem uns all unsere Vorväter die Jahrhunderte hindurch berichtet haben. Das ist der Glaubenskampf. Und da sind wir immer wieder neu herausgefordert zu vertrauen, aber die Bibel will uns von der ersten bis zur letzten Seite zeigen, Gott ist souverän und ihm entgleitet nichts. Er führt seinen Plan bis ans Ziel und er ist auch seinen Feinden schon immer einen Schritt voraus. Schon immer zwei Schritte voraus. Noch bevor die überhaupt handeln können, hat Gott schon seine Wege gebahnt. Er weiß schon, wohin es führt, auch wenn wir die Dinge nicht einordnen können. Ich bin davon überzeugt, in der Ewigkeit werden uns noch so manche Dinge aufgehen, die wir dann erst richtig begreifen oder verstehen. Und deshalb möchte ich uns heute Morgen Mut machen, dass wir uns auf unseren Herrn werfen mit unserem ganzen Vertrauen. Wirf dich immer wieder neu auf ihn. Und ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Unser guter, treuer Vater im Himmel. Wenn wir den Bericht von Josef kennen, wenn wir den Bericht von Josef uns anschauen, wie du dieses ganze Familiendrama eingeleitet hast, und doch am Ende genau alles zusammengeführt hast, sodass es genau deinem Plan entsprochen hat, so kann ich eigentlich nur staunen, wie du das tust und wie du das machst. Und so stehe ich eigentlich hier und kann teilweise gar nicht begreifen, wie du das alles vollbringst. Mir bleiben Dinge im Verborgenen, Herr. Und dennoch sehe ich, wie du alles in deiner Hand hältst, wie du die Kontrolle darüber hast. Und wie du das Leben von Josef bis ins kleinste Detail geleitet hast. Und treuer Vater, wir wollen dich von ganzem Herzen loben und preisen für deine Macht und deine Souveränität im Leben von Josef und auch im Leben von uns. Und Herr, ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst, dass wir immer wieder darauf vertrauen und darauf bauen. Dass wir erkennen, wie schrecklich die Sünde ist, wie schrecklich all die Auswirkungen der Sünde sind. Und dass wir aber auch immer tiefer erkennen und verstehen, wie groß deine Gnade ist und wie du für deine Kinder, wie du für uns alles zum Besten führst. Schenk uns bitte tiefen Glauben, schenk uns bitte festen Glauben und schenk uns Vertrauen in dich, damit wir nicht verzweifeln, Herr, auch wenn die Herausforderungen des Lebens kommen. Lass uns stark sein in dir. Sei du stark in uns, so Herr. Wir danken dir dafür. Amen.